Stelle, was machen wir denn hier? Mein Kontakt zum Wohnsinn ist natürlich der Kurs, der Wohnsinnkurs. Meine Damen und Herren, ich gebe Kurse zum Wohnsinn. Hörsinn, Sehsinn, Riechsinn, alle kennen den Sinn, aber den Wohnsinn müssen wir neu erforschen. Das ist ja eine Lebenseinstellung. Ich meine, möchte man sich zu Hause wohlfühlen oder nicht? Also ich möchte mich zu Hause und ich fühle mich zu Hause wohl. Also Wohnsinn habe ich überhaupt nicht. Nie gehabt, aber ich habe eine Problemlösung gefunden. Ich wechsle die Freundin und mit jeder kommt automatisch eine neue Wohnungseinrichtung. Ich hatte immer so sehr schlechte Bewertungen in letzter Zeit bei meiner Airbnb-Wohnung. Und da habe ich dann einfach gedacht, ich müsste die Preise heruntersetzen. Das war es aber gar nicht. Es war einfach das Ambiente. Das macht so viel aus. Da kann man ganz andere Preise aufrufen. Da kann man aus einer Bruchbude. Ja, natürlich ist das etwas teurer, ja. Das ist natürlich teurer, als wenn ich mit meiner Familie, mit dem Bollerwagen durch ein großes Möbelhaus marschiere. Ja, das ist eben so. Das nehme ich aber auch in Kauf. Ich werde Sie in Ihren persönlichen Wohnsinn hineinführen. Sie werden durch mich in einer traumwandlerischen Reise Ihren ganz persönlichen Wohnsinn entdecken können, wenn Sie zu mir kommen. Naja, da war zum Beispiel Olga aus Russland. Naja, es wurde alles weiß eingerichtet. Erinnerte sie wahrscheinlich an, weiß nicht, Schneeberge oder Sibirien wird es gewesen sein. Naja, und dann war noch Shakira aus Südamerika. Ich dachte halt, letztlich alles abwaschbar. Das wäre am sichersten, gerade in den heutigen Zeiten. Und dann, und manchmal, ja, da machen ja Leute die Tür auf und da riecht's dann schon so nach Familienmuff. Und da weiß ich, da stimmt auch die Einrichtung nicht. Tief in unserem Inneren schlummert er. Geheim, verborgen, ein Sinn, der Ihr Leben bereichern wird, wenn Sie in meine Kurse kommen. Naja, bei Shakira eben Südamerika war klar, dass alles grün wird. Palmen in der Wohnung, ja. Es war wie im Urwald, sehr dickicht. Die ganze Beziehung war sehr dickicht. Ein paar Decken, ein paar Kissen, Kerzen, ganz wichtig, Kerzen. Und dann Vasen, schöne Blumen und der Kunde bewertet völlig anders, dass die Sterne, die gingen sozusagen nach oben, die gingen steil durch die Decke. Ich bin ausgebucht. Kommen Sie in meinen Kurs. Dann sparen Sie doch mal auf eine schöne Lampe oder ein schönes Sofa oder einen schönen Teppich oder schöne kleine Accessoires. Naja, nach Shakira kam dann was typisch Deutsches. Petra hieß sie, glaube ich. Ja, Petra hieß sie. Naja, das war dann mehr Biedermeier, die Einrichtung. Das war ihr Wohnsinn. An sich war nicht nur die Einrichtung Bieder. Naja, und so habe ich das Problem eigentlich gelöst. Ich selbst wechsle nur die Frauen und krieg damit mehr oder minder notgedrungen immer eine neue Einrichtung. Das ist mein Wohnsinn.